Weihnachten, also zwischen dem 24. Dezember und 26., sind die Regeln, wie versprochen, großzügig, total gelockert worden. Ja, man darf bis zu 5 Personen zusammen zu Hause feiern. Ist das nicht großartig? Und es ist dann egal, ob diese Leute aus 5 verschiedenen oder 10 verschiedenen Haushalten zusammenkommen. Das ist völlige Freiheit. Ja? Und ich werde mal versuchen, nur doppelte Staatsangehörige anzuleiten, damit wir Rekord brechen. Ich habe schon 2 Pässe und deswegen zähle ich schon wahrscheinlich schon 2. Aber diese Anzahl 5 ist sehr wichtig, Leute. Denn Frau Merkel hat herausgefunden, dass diese Zahl 5 nächstgrößere Primzahl nach 3 ist. Und sie hat gesagt, das ist doch Wissenschaft. Ne? Wie 2 plus 2, das stellen wir auch nicht in Frage. Außerdem dürft ihr zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr zusammen am Tisch sitzen, essen. Aber natürlich dabei nicht sprechen. Ja? Das kennen wir doch dann von früher, als wir Kinder waren. Ab 20 Uhr dürft ihr dann alle eure Zähne putzen und schon mal die Schlafanzüge anziehen. Ja? Und im Bett könnt ihr noch ein bisschen mit dem Smartphone spielen, aber nur so lange, dass ihr das Licht ausmacht. Ja? Und das wird ja kontrolliert. Der freundliche der Oberordnungskommissar kommt nämlich um 9 Uhr vorbei und guckt das dann an, ob ihr wirklich das Licht ausgemacht habt und schön schläft. Und wenn ihr so brav mitmacht, dann dürft ihr nächstes Jahr auch genauso schön Weihnachten feiern. Und wenn nicht, dann kommt ihr in den Kerker. Also fröhliche Weihnachten.